Herzlich willkommen im Experience Center in Frankfurt, unsere Abteilung für Innovations- und Digitalisierungsprojekte. Hier arbeiten wir nutzerzentriert und betrachten Kundenherausforderungen holistisch und aus mehreren Perspektiven. Das funktioniert mit dem richtigen Mix von Experten aus Business, Experience und Technology und dem inspirierenden Arbeitsumfeld. Natürlich sind auch Themen wie künstliche Intelligenz und Machine Learning im Fokus hier in Frankfurt auf der 34. Während die Expertenteams hier an Umsetzungsideen arbeiten, bin ich eher jemand für das Strategische und Konzeptionelle. Ich habe heute eine geschätzte Ansprechpartnerin zu Besuch, Katrin Peters. Wir kennen uns schon sehr lange und treffen uns regelmäßig im Silicon Valley und in Deutschland. Danke, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Sehr gerne. Wir wollen heute über das Thema HR Transformation und den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsplatz der Zukunft sprechen. Mhm. Katrin, magst du dich kurz vorstellen und einiges zu deinem beruflichen Fokus auf das Thema sagen? Ja, sehr gerne. Ich bin studierte Betriebswirtin und habe die längste Zeit in meiner professionellen Karriere im Bereich Recruiting Staffing als Vice President Sales für ein großes Fortune 500 Unternehmen international Operations aufgebaut, sehr eng mit Kunden zusammengearbeitet, was die Einstellung und Rekrutierung von Talenten der Zukunft angeht, ja. Und habe mich danach eben im Silicon Valley spezialisiert auf Transformationsprozesse, die insbesondere im Bereich Employer Branding, Prozesse der Mitarbeitergewinnung, der Mitarbeiterbindung, aber auch der eigenen Umsetzung innerhalb unterschiedlicher HR-Strategien angeht. Ja. Und bin heute jetzt als Director für International Operations tätig für das Abinger Institute, ein Unternehmen, was sich mit Mindset Change in Unternehmen beschäftigt für mehr Innovation und Kollaboration. Sehr schön, ein sehr passender Fokus, danke dir. Einer Studie von diesem Jahr zufolge fühlen sich 40% der Unternehmen in Deutschland bereits sehr gut oder gut auf den Arbeitsplatz der Zukunft vorbereitet. Mhm. Was ist aus deiner Sicht der Status? Was gehört aus deiner Sicht dazu? Und was ist aus deiner Sicht der Kern der Sache des Arbeitsplatzes der Zukunft? Es ist natürlich ein riesiges Thema, auch gerade wenn man über Vorbereitung nachdenkt, weil wir natürlich vor einer unglaublichen Revolution stehen. Meiner Meinung nach vergleichbar mit der industriellen Revolution vor 150 Jahren, weil wir mit einem ähnlichen Thema beschäftigt sind, was die Ersetzung von einer Kernkompetenz des Menschen, damals eben die physische Arbeitskraft, heute die rationalen Prozesse, die wiederholten Routineprozesse angeht, die schon heute und immer weiter auch in der Zukunft nicht nur effizienter, sondern auch kostengünstiger von Maschinen übernommen werden. Insofern stellt sich da natürlich eine ganz grundlegende Frage, nämlich was ist menschliche Arbeit der Zukunft? Wie wird das aussehen? Wo kommt das zum Einsatz? Wie gehen wir damit um in den Unternehmen? Was ist unsere gesellschaftliche Rolle damit? Aber auch welche Skills sind die Skills der Zukunft? Ich verstehe. Du hast den Vergleich gezogen zur industriellen Revolution. Wir aus unserer PwC-Perspektive sagen häufig, dass es tiefgreifender ist als die industrielle Revolution, weil es de facto alle Sektoren und alle Arten von Arbeit betreffen wird. Und einer aktuellen Studie, die wir auch durchgeführt haben, zufolge ist insbesondere auch der Dienstleistungssektor, der ja bislang sehr stark verschont geblieben ist, sehr im Fokus stehen wird, was auch wiederum eine aktuelle Studie, die wir durchgeführt haben, belegt. Was ist deine Sicht darauf? Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Die Dienstleistungsbranche ist ja eine Branche, die sich erst aus dieser ganzen industriellen Revolution heraus so selbst erschaffen hat in der Intensität, in der wir sie heute haben. Und selbst, ich habe mich gerade gestern mit einem befreundeten Partner in einer Anwaltskanzlei unterhalten. Mhm. Auch die sind von Digitalisierungsprozessen betroffen, gehen damit sehr kreativ um, aber es geht tatsächlich durch alle Branchen hinweg. Eine Untersuchung aus diesem Jahr hat herausgearbeitet, dass bis 2025 62% der Fachkräfte, gleichzeitig aber nur 9% der Spezialisten durch Digitalisierung betroffen sein sollen, durch die Automatisierung der Arbeit, auch durch künstliche Intelligenz. Welchen Einfluss hat das aus deiner Sicht auf die Unternehmenskultur und wie sind Unternehmen darauf vorbereitet? Es ist natürlich schwierig, sich darauf vorzubereiten. Ich glaube auch, dass die Zahlen in großen Teilen teilweise untertrieben sind. Wenn ich mir anschaue, was an anderen Technologien außerhalb von künstlicher Intelligenz, jetzt beispielsweise mit Blockchain oder anderen Technologien noch kommt, die andere Bereiche noch mal ganz anders revolutionieren wird und digitalisierbar machen wird. Insofern glaube ich, dass die Zahl möglicherweise noch um einiges höher ist.
es ist natürlich schwierig, sich auf was vorzubereiten, wo man nicht unbedingt weiß, inwieweit sich Sachen jetzt auch schnell verändern. Ja. Wir haben ja häufig auch über Disruption und die Macht von Technologien gesprochen, gesellschaftliche Dinge, technologische Dinge tiefgreifend zu verändern in einem Maße, wo man sich eigentlich strategisch nicht mehr auf lange Fenster vorbereiten kann. Insofern ist das immer eine Sache mit der Vorbereitung. Du sprichst die Innovationsgeschwindigkeit an und künstliche Intelligenz, Blockchain, die wir unter den Emerging Disruptive Technologies zusammenfassen, gehen ja immer schneller voran und haben enormes Innovationstempo. Wir sprechen in dem Zusammenhang auch häufig von dem kleinen Fenster, was jetzt gerade auf Innovation notwendig ist. Du hast ja auch den proaktiven Ansatz angesprochen. Was ist aus deiner Sicht der sinnvolle nächste Schritt, um gerade auch den Einfluss auf digitale Geschäftsmodelle und die Zukunft der Arbeit hinzubekommen? Ich glaube, dass wir auf gewisse Art und Weise einen Großteil von Kontrolle abgeben müssen, die wir ja gewohnt sind, auch in der strategischen Planung, im operativen Geschäft. Und wir um einiges mehr Entscheidungskraft, Innovationsmöglichkeiten auf den unteren Ebenen der Unternehmen bereitstellen und finden müssen. Ich glaube auch, dass im Moment viele Unternehmen noch aus einer sehr reaktiven Perspektive auf das ganze Thema schauen und gucken, wo können sie möglicherweise bestimmte Prozesse oder Jobs mit künstlicher Intelligenz ersetzen. Ich glaube, dass das nicht reichen wird. Ich glaube, dass Unternehmen da sehr proaktiv schauen müssen, wie gehen wir mit dieser Schnittstelle um. Es geht nicht um Ersetzen oder rein um Effizienzgedanken, sondern wenn wir Stück für Stück künstliche Intelligenz in unsere Unternehmen mit einführen und den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Schulung geben, sie zu verstehen, aber dann die Möglichkeit geben, mit diesen innovativ zu sein und in dieser Schnittstelle ihre Arbeit neu zu definieren, dann hält das, glaube ich, unglaubliche Wettbewerbsvorteile und ganz fantastische Möglichkeiten für Unternehmen bereit, auch sich als Arbeitgeber der Zukunft zu positionieren für eben Talente, die diese besonderen Fähigkeiten dann mitbringen. Ja. Ich finde es spannend, dass du die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ansprichst. Wenn wir mit unseren Kunden im Dialog sind, eine ganz erhebliche Mehrzahl unserer Kunden, de facto die Vierfache, diskutiert unterstützende Systeme, also Unterstützung menschlicher Arbeit, anstatt von autonomen Systemen. Gleichzeitig ist es so, dass wir auch die Ideen, die unsere Kunden haben, messen in Bezug auf reale Anwendungsfälle, und diejenigen, die künstliche Intelligenz bereits einsetzen oder ganz konkret in der Planung sind, haben typischerweise von sich aus doppelt so viele Ideen, wenn wir Digitalisierungsagenten durchsprechen, als diejenigen, die eher noch weiter entfernt sind von dieser Thematik. Was glaubst du, wie weit haben Unternehmen genau diesen Digitalisierungsfokus, Unterstützung menschlicher Arbeit und auch diese Use Cases, die vor allem auch den Menschen in den Mittelpunkt setzen, bereits im Fokus? Zu wenig, wenn ich es auf zwei Worte runterbrechen darf. Denn ich glaube, dieses Potenzial, was in der spielerischen Innovation liegt, die Mitarbeiter in der Nutzung dieser künstlichen Energie haben, noch nicht erkannt ist. Und das im Moment noch sehr stark von einer strategischen, von oben herab Perspektive dieses Thema angegangen wird, was meiner Meinung nach schade ist. Ich glaube, dass es nicht darum geht, einfach nur neue Technologien einzuführen, sondern diesen Wettbewerbsvorteil, den man sich dadurch strategisch erarbeiten könnte, indem man Innovation, Flexibilität groß schreibt, indem man eben genau die Talente der Zukunft mit ins Unternehmen holt, die das Business oder in welcher Industrie auch immer auf ein ganz anderes Level dann heben, mit der Unterstützung künstlicher Intelligenz anstatt der Ersetzung oder Automatisierung, wie du sagst. Und ich hoffe sehr, dass das noch stärker in den Mittelpunkt rückt. Dass viele Unternehmen vor einem de facto größeren Transformationsprozess stehen, andere eher am Anfang sind. Die Diskussion startet ja richtigerweise auch häufig mit dem Thema Kompetenz und welche Kompetenzen brauche ich im Unternehmen. Und da stehen Technologiewissen, aber auch Sicherheit, Transparenz, Kontrolle spannenderweise auch auf einer Stufe. Noch viel wichtiger ist ja, und das ist auch der Kern unseres Gesprächs, gerade der Kulturwandel. Was sind aus deiner Sicht die wesentlichen Schritte, um die Kompetenzen zu schaffen, damit aber gleichzeitig auch eben diesen Kulturwandel zu verbinden? Ja,
Ich glaube, dass es anfängt mit Training und mit was im Silicon Valley ja die Fusion Skills oder ich glaube auch darüber hinaus mittlerweile die Fusion Skills genannt werden. Nämlich genau das Wissen, was man braucht, um eben an der Schnittstelle anzufangen, künstliche Intelligenz mit einzusetzen am Arbeitsplatz. Denn es wird diese Schnittstelle immer in irgendeiner Art und Weise geben. Maschinen werden ja sehr spezifisch auf bestimmte Prozesse eingesetzt werden. Ich glaube, es startet damit und wirklich auch mit Themen wie Microlearning, Mitarbeiter, während sie mit diesen neuen Technologien umgehen, auch darauf zu schulen. Ich glaube, das zweite Thema ist Innovationskraft und Innovationsbereitschaft zur Nutzung dieser Technologien, was im Moment in vielen Unternehmen noch nicht gefördert wird, insbesondere in Deutschland. Es ist natürlich das Schöne auch in Silicon Valley, dass da Versagen oder Failure mit zum Business gehört, wie alles andere auch. Es ist ein Teil des Erfolges. Und bei Google X zum Beispiel, bei diesem Moonshot-Projekt dieser Abteilung, wird Versagen sogar belohnt. Das heißt, wenn man erfolgreich versagt und auf eine Weise, die zeigt, dass man Risiko eingegangen ist, aber dass da eben eine gewisse neue Erkenntnis daraus resultiert, werden nicht unerhebliche Boni auch gezahlt für erfolgreiches Versagen. Ich denke, da muss Deutschland noch schauen, dass wir uns mit der Thematik um einiges mehr auseinandersetzen, um das Innovationspotenzial eben zu heben. Der dritte Punkt ist Führung. Ich glaube, dass sich die Rolle von Führung, die Definition von Führung ganz grundsätzlich verändern wird und auch schon verändert hat mit den neuen Gegebenheiten, der neuen Realität, in der wir denn arbeiten, die eben sehr flexibel, sehr mitarbeitergesteuert sein wird. Das heißt, Führung wird die Inspiration von strategischen Mitarbeitern, die Rekrutierung, die Bindung beinhalten und wird sehr, sehr stark darauf ausgerichtet sein, eher Netzwerke zu managen, wo neue Talente reinkommen, andere rausgehen, Projektgruppen über in verschiedenen Bereichen des Unternehmens auch zusammenarbeiten. Das heißt, die klassische Hierarchiestruktur, wie wir sie kennen, wird es in der Form nicht mehr geben. Insofern wird sich das auch nochmal ganz neu definieren müssen. Und damit einhergehend der wichtige vierte Punkt, was wir ja auch sehr, sehr stark schon sehen, ist die Flexibilisierung der Arbeit, die Gig Economy, wie sie auch so gerne genannt wird, wo viele Arbeitskräfte und sehr viele der ausgebildeten Spezialisten heutzutage schon auf selbstständiger Basis arbeiten, in vielen unterschiedlichen Projekten engagiert sein wollen, sodass diese neue Art der Mitarbeiterführung, der Mitarbeiterbindung von Externen, die für das Unternehmen arbeiten, aber in sehr vielen Fällen remote von irgendeinem anderen Ort der Welt, diese sozusagen zu integrieren in einer Art, wo das Unternehmen noch als Team und als geschlossene Einheit agiert, ist auch eine große Herausforderung, die wir so in der Form noch nie hatten. Magst du für uns abschließend nochmal in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen, was für dich der Kern des Kulturwandels im Unternehmen ist? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man eben nicht nur in Maßnahmen denkt oder in bestimmten Schritten, was man nur zu tun hat oder im Handeln. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, sich zu überlegen, wie ist das Mindset, wie stellen wir uns darauf ein, wie öffnen wir uns diesen neuen Möglichkeiten und wie binden wir unsere Mitarbeiter in ein gemeinsames, kollaboratives Erlebnis dieses Ganzen ein. Ich denke, das ist etwas, wo sehr viel Arbeit auch in der Kulturseite des Unternehmens passieren muss. Okay, klasse. Danke dir. Wie ihr und Sie heute gesehen haben, haben wir noch einiges vor uns, um die Arbeit der Zukunft zu definieren und auch zu gestalten in jeglichen Unternehmen und Organisationen, um Digitalisierung und künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Fähigkeiten Wirklichkeit werden zu lassen. Ich danke herzlich fürs Einschalten. Diese Folge ist ein Zusatz zu unserer KI-Nachgefragt-Serie. Schalten Sie ganz gerne und schaltet ihr auch gerne wieder bei KI-Nachgefragt ein, wo wir auch 8 spannende Folgen zu dem Thema haben. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort wiedersehen. Danke.